Hallöchen, Freunde, und willkommen zurück zu Space Engineers. So, Inventar, Supraleiter. Ach ja, wir waren ja dabei, hier außen die Dinger fertig zu machen. Da ziehen wir uns mal schnell noch das Material. Haben wir schon alles? Okay. Nee, da fehlen noch welche. Warte, die müssten ja dann hoffentlich schon produziert sein. Jo. Sehr schön. Dann haben wir unsere Upgrades fertig. Sehr gut. So. Dann. Den Bohrer. Den würde ich ja ganz gerne eigentlich prinzipiell mitnehmen. Aber. Da brauchen wir Ionentriebwerke, ne? Die hatten wir hier dran, ne? Oder wir bauen uns an geeigneter Stelle dann einen neuen Bohrer. Das können wir natürlich auch machen, dass wir das Ding zerflexen. Die Unicorn, die schläft da noch. Deshalb lasse ich das Ding hier noch stehen. Aber ich mache mal zumindest die Kapsel hier mit weg. Und dann brauchen wir das. Das brauchen wir. Dann machen wir die Kapsel hier noch weg. So. Dann kann die gute Unicorn dort weiter schlafen. Können wir höchstens hier vielleicht noch so eine Kammer mit herbauen, oder? Oder? Brauchen wir eigentlich nicht. Wir können ja hier drin pennen. Ups. Sauerstofftank hatten wir hier, oder? Hier im Hydrogenmotor. Ein Conveyor. Cargo-Container. Conveyor. Da ist unser Frachtcontainer. Hat mir hier noch gar keinen Sauerstofftank. Da müssen wir da aber noch gegensteuern. Warte mal, hier ist ein Bedienfeld. Oxygen Farms. Small Hydrogen Tank. Oxygen Tank. Nee, haben einen. Und der ist gut gefüllt. Unsere Farm, die arbeiten ja mit. Naja, jetzt nicht besonders viel, aber sie arbeiten. So, war hier schon ein Fenster drin? Nein. Gut, weil dann würde ich sagen, wir machen das hier jetzt dann fertig und bringen das dann zur interplanetaren Raumstation. Und machen halt das hier, bauen wir noch ab. Gucken mal, was wir hier noch im Container haben. Ich glaube, da war auch einiges, wenn ich mich jetzt nicht... Täusche. Warte mal, so. Ah, guck mal hier. Ja, guck mal einer, schau. Da könnt, das nehmen wir auf jeden Fall alles mit. 360 lassen wir mal da. So. Silizium, Nickel, Eisen. Oh. Okay, da müssen wir dann nochmal düsen. So, pass Obacht. Material. Ja, jetzt ein bisschen hin und her laden und dann machen wir uns auf. Mich würde echt interessieren. Small Cargo Container. Haben wir das nicht in einem großen Container? Ja doch. Hä? Wieso ist das in einem Small? Das ist ja komisch. Warte mal, ich schiebe das mal hoch. So. Also ein bisschen Material haben wir ja mit, ne? Small Reaktor, nee, das bleibt. Die hier noch. So, dann holen wir dann nochmal das Eisen. Weil Kobalt und so hatte ich jetzt, glaube ich, gar nicht dabei. Also hier im Container. Zack. Boah, da kriege ich nur 30.000 mit. Ja, da muss ich halt zwei, dreimal hin und her. Oder wir docken da... an? Nee, ich mach das per Hand. Schmeiß ich alles nur schnell hier rein. Und das sollte dann reichen. So, zack. Muss mal 4-5 mal hin und her fliegen. Ist ja auch halb so schlimm. So, wenn man hier... meine Kette, die hängt hier über meinem Aufnahmesymbol. So.
Weil sonst sehe ich nämlich nicht, was hier gerade los ist. Ja, ich versuche jetzt mal mit einem neuen Codec aufzunehmen, mit dem HDR-Codec. Und ich bin mal gespannt, ob das was bringt, ob man sagt, jo, die Qualität, die sieht besser aus, die Qualität sieht nicht so gut aus. Mach mal anders. Da bin ich ein bisschen auf euch mit angewiesen. Ich meine, klar, das kommt immer auf das Gerät drauf an, wo ich das denn gerade gucke. Gucke ich das auf dem Handy, auf dem Tablet, auf dem Fernseher, auf dem Monitor. Da gibt es ja auch unterschiedliche, wie sagt man, die Eindrücke sind unterschiedlich dann, ne? Von daher bin ich mal gespannt. Ja, unsere Reise, wo geht sie denn danach hin? Das ist eine sehr gute Frage auch, die ich so nicht beantworten kann. Am liebsten wäre mir natürlich wieder die Erde. So, 130.000 Eisen lassen wir mal da. Jetzt baue ich dann nur noch hier die... Pass mal was rein. Oder lassen wir den Bohrer hier? Wir können den Bohrer können wir auch hier lassen, Freunde. Das ist ja alles halb so wild. Weil wenn wir dann irgendwann mal sagen, alles klar, wir düsen wieder im Weltraum, weil wir von der Erde genug haben, können wir hier zum Habitat zurückreisen. Das steht ja dann hier, inklusive dem Bohrer. Und dann können wir hier wieder ein bisschen rumvorwerken. Ist ja, denke ich mal, im Bereich des Möglichen, ne? So, den Rüssel hier hinten, den lassen wir auf jeden Fall mit dran. Ich schiebe nur schnell das Material rum. So, da war es doch. Klack. 400.000 Einheiten Eisen sollten doch eine ganze Zeit lang genügen. Gut. Jetzt, wir brauchen hier auf jeden Fall noch eine Decke. Und da würde ich die Halbblöcke benutzen. Schwere Panzerung. Sind die hier mit drin? Nee. Doch. Achso. So, da brauchen wir jetzt erstmal Stahlplatten, den ganzen Arm voll. Ich weiß gar nicht, hatten wir das letzte Mal, also bevor hier, der Server abgeschmiert ist, falsch gesagt, bevor das hier quasi zurückgesetzt wurde, hatten wir damals die Decke schon mit reingebaut. Ich weiß es ehrlich gesagt schon gar nicht mehr. So, und dann bin ich gespannt, wenn wir das Ding rüberfliegen, ob wir das einfach so andocken können oder ob das einer machen muss, der quasi das Ding hier gebaut hat. Also die Grundstruktur. Das bleibt noch abzuwarten. So, da brauchen wir dann noch einen ganzen Arm von Metallgitter. Und da müssen wir natürlich auch noch eine Transportmöglichkeit für das Ding bauen. Dann nehmen wir einfach unseren Connector-Block, damit uns das Ding nicht einfach irgendwann mal wegfliegt. So, da sollte an Stahlplatten genügen. Da haben wir nur 80.000 gehabt. Huch. Und Schuhe an. Jo. So, so. So. Und da brauchen wir jetzt noch einen ganzen Arm voll Metallgitter. Innen drin dann noch ein bisschen Beleuchtung gemacht. Und dann sind wir auch schon safe, würde ich sagen. Dann können wir das Ding verfrachten. So, zack. Oh, die Gitter, das könnte eventuell unter Umständen vielleicht knapp werden, aber das sehen wir dann gleich. Also 3, 4, 5, okay, das macht 75 mal noch 1, 2, 3, 750, ja, die haben wir noch. Die haben wir locker. Hui. So. Zack. Zur Not, Kobalt finden wir auch jede Menge auf der Erde. Das ist ja weniger das Problem. Da würde ich dann gerne in der Nähe eines Sees sein. Ich weiß gar nicht, wo hatten wir unsere letzte Basis? War das nicht an einem See? Nee, die hatten wir unterirdisch, ne? Stimmt, stimmt, stimmt. Das war was Unterirdisches, was wir uns da gebaut hatten. Hm. Naja, diesmal geht es auf jeden Fall an den See. Wo wir dann unser Transportunternehmen aufbauen. Daran halte ich jetzt erstmal fest. Und dann gucken wir mal, wann wir die ersten Aufträge reinbekommen. Oh, meine Energy. Sekunde. Könnte ich mich ja auch mal hier ins Cockpit rein verkrümeln.
da ist es. So. Ach ja, es kamen wieder Anfragen, wie es denn ausschaut mit Mitspielen. Und es ist ja so. Das sieht extrem komisch aus, wie das da unten festgemacht ist. Und es ist ja so, es gibt ein Infovideo hier bei mir auf dem Kanal. Informationen zum Server oder wie das hieß. Ach nee, der ist nur noch so ein bisschen nach oben abgeknickt, okay. Und dort gibt es quasi sämtliche Infos, die man benötigt, um auf dem Server mitspielen zu können. Da müsst ihr einfach, da gibt es ja dieses kleine, die kleine Lupe, da geht ihr einfach auf Serverinformationen oder sucht allgemein nach Server und dann seht ihr sämtliche Videos, die irgendwie mit dem Text Server beschrieben sind und da kriegt ihr dann die Infos, die ihr braucht. So, es ist zweistöckig. Wir brauchen hier definitiv dann noch eine Tür. Das ist soweit fertig. Das kann zu das hier unten. Das ist auch soweit okay. Hier hinten haben wir unsere Belüftung drin. Und hier oben brauchen wir jetzt noch ein paar Lampen. So, Eckbeleuchtung. LCDs brauchen wir, glaube ich, weniger. Scheinwerfer. Machen wir. Das sind die Eckleuchten. 1, 2, 3, 4 Stück. Nur schnell das Material. Und dann müssen wir noch unseren Verbinder bauen. Und dann müssen wir uns unten auch noch irgendwie einen Verbinder hinbauen. Wird dann erstmal hässlich aussehen, aber ist ja nur temporär, von daher alles gut. So, Komponenten haben wir alle. Dann brauchen wir jetzt die Lampe hier noch im Baumenü. Und Eckleuchten. Ja, zur Not, wenn es denn noch keine Möglichkeit gibt. Oh, wie baue ich denn die jetzt am besten so, hä? Mache ich, glaube ich, hier zwei Stück her. Warum geht das? Achso, hier geht es nicht wegen dem Ding. Hier drüben geht's. Da geht's. Pass auf, dann machen wir da eine mit dran. Was war hier? Hier war die Dusche, ne? Genau. Okay, dann Eckleuchte, Eckleuchte und dann machen wir hier noch irgendwie eine Eckleuchte oben an die Spinte mit dran. Geht nicht. Da geht auch nicht. Warum? Eckleuchte kann nicht platziert werden. Ja, ja, so weit komme ich ja mit, aber warum? Da sieht es, glaube ich, recht kacke aus. Da, nö. Wir könnten höchstens den Radius erhöhen. Oder, warte mal. Nee, nee, nee. Wollen wir hier einfach so eine Bodenlampe her machen? Weiß nicht. Weiß nicht. Da kriege ich ja auch nichts hin. Na gut. Dann müssen wir den Radius dementsprechend mal erhöhen. Eckleuchte. Ich denke mal 5 und 6. Der Radius wird erhöht auf 5 Meter. Genauso wie bei der. Da gehen wir auch auf 5 Meter hoch. Na, können durch, glaube ich, auf 7 Meter hoch. Radius ist 7 Meter. Die Intensität gehen wir halt runter auf 2,5. Zack. 7 Meter und 2,5. Oh, warte mal. Kriegen wir vielleicht. Da würden wir noch eine mit reinkriegen. Kriegen wir die auch hier rein? Jo. Gut, dann hat sich das Thema Beleuchtung erledigt. Da müssen wir dann den Radius dementsprechend auch noch hochsetzen von der Innenbeleuchtung. Innenbeleuchtung, Radius geht hoch auf 7. Dann ist das hier schön ausgeleuchtet. Jo, ich denke, das kann man so lassen, oder? Kann man so lassen. Hier sind dann die beiden Betten.
vorne ist dann der Schritt zum Umziehen. Hier ist die medizinische Versorgung. Oh, da gibt es ja gar nichts. Außer Energie. Ja, da muss ich nochmal zurück zum Schiff. So, dann besorgen wir uns... Nicht sterben. Dann besorgen wir uns gleich das Material für den Verbinderblock. Wo versteckt er sich? Das ist die künstliche Masse. Der müsste ja... Hier ist er. Fusionsblock nennt das sich jetzt neudeutsch. Na gut. Aber ich würde halt gerne Fahrzeuge bauen. Ne? Da hätte ich ja richtig Bock drauf. So, halt. Ich brauche nochmal so... Brauche ich das noch? Nee, komm, ich mach das direkt oben drauf. So. So, Fusionsblock ist da. Tja, und jetzt müssen wir hier unten irgendwie noch eine Konstruktion herbauen, damit wir das Ding ordentlich transportieren können. Das heißt, und nur noch Stahlplatten. Wie machen wir das da am schlauesten? Achso, so. Das machen wir dann komplett in weiß. Warte mal, wir haben ja keine definierte... Doch, das müsste doch die definierte Mitte sein, oder? Schauen wir mal, zack. 1, 2. 1, 2, 3. Okay. So, dann gehen wir hier eins rein. Hier eins rein. Ups. So, das müsste ja theoretisch genügend Abstand sein. Achso. Wegen der Triebwerke. Hahaha. Nicht, dass wir uns das Ding dann während des Fluges einfach zerschießen. Das wäre ungünstig. Dann nehmen wir das Ding halt am Arsch mit. 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So. So. Ja, das genügt. Wir haben ja da keine Anziehungskraft. Ich muss nur aufpassen, wenn ich an Asteroiden vorbeifliege, dass da echt nichts im Weg ist und uns das Ding da unten abreißt. Weil sonst haben wir echt Trauer im Gesicht. Also in allererster Linie ich, ne? So, jetzt brauchen wir dann nochmal einen dieser Verbinderblöcke. Blub. Da und da. So, und der muss auch nach unten zeigen. So. Huiuiuiuiuiuiui. Achso, ich brauche noch eine Tür. Freunde, so kann ich nicht los. Das zieht ja wie Hechtsuppe da drin. Türen. Was ist das denn hier? Achso, dieser Elevator-Dingsbums. Türen. So, was machen wir da rein? Ich würde sagen, Sci-Fi-Schiebetür. Ich würde sagen, so eine normale Schiebetür machen wir da rein. Ist, glaube ich, auch das, was an den anderen Modulen war, wenn ich mich da jetzt nicht täusche. So, Tür. So. Schiebetür. Dann machen wir das am besten so, oder? Oder so eine versetzte Tür wäre, glaube ich, auch cool. Da machen wir so eine versetzte rein. Und noch ein paar Stahlplatten. So. Gut, dann ist quasi unser Modul fertig. Und andockbereit, möchte ich behaupten. Ich mache auf jeden Fall hier noch eine LCD-Screen, mache ich mir auf jeden Fall mit rein. Sci-Fi-LCD-Bildschirm. Oh, 5x5 ist vielleicht ein bisschen groß. 5x3, 3x3? Nee. Textpanel.
Ich nehme einfach Material für beides mit. Wow, echt? So viel? Krass. LCDs. So. Jetzt kriege ich den wahrscheinlich dann nirgendwo so hingeballert, oder? Nein. Okay, pass auf. Ach so. Ja, das mache ich dann gleich. Ich muss ja hier noch mit dazu schreiben, dass das von mir ist. Da ist die Lampe. Ja, also dermaßen gebaut, ne? Dass man es hier nirgendwo hinkriegt. Muss ich es an die Außenseite irgendwo hinballern? Dann machen wir es halt hier hin. Oh, das ist natürlich auch sehr gut. Einmal drehen. So. Klasse. Zip. Warte mal, da könnte man vielleicht diesen größeren nehmen. Diese Sci-Fis. Das da. Oh, der ist vielleicht ein bisschen... Die sind viel zu groß. Okay, nee, dann machen wir das so. Textpanel, Textpanel breit, LCD-Panel. Machen wir das dahin. So, Helm wieder zu. Junge, Junge. Inhalt, Text und Bilder. Inhalt, Text und Bilder. Jetzt die Online Wi-Fi Kreuz. Hier gab es ja irgendwo Text. Wo ist das? Abzeichen. Nee. Wenn ich nur Text mache. Upsa. Wenn ich nur. Achso. Öffentlichen Text bearbeiten. Modul von Shadow. So, jetzt müssen wir das alles irgendwie. Da kann man doch die. Ach nee, ich dachte, da kann ich die Schriftart ändern. Ausrichtung mittig. Und vielleicht noch zwei Zeilen freilassen. Oh, das war vielleicht ein bisschen viel. Jo. Dann weiß jeder, was gemeint ist. Hoffe ich. Ja, Freunde, wir sind schon wieder weit über der Zeit. Ich sage vielen lieben Dank fürs Einschalten, fürs dabei sein und fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn wir mit unserem Schiff dann unsere kleine Andockstation wegbringen. Ne? Ich sag bis dahin noch eine schöne Zeit. Macht's gut und Tschüssikowski.